Wir hatten da mal einen Bauch dicker gemacht. Das liegt an der Linse. Das ist auch bei mir sowohl so passiert. Also irgendeiner hat da ganz komisch das Foto. Aber was ist das? Aber da hast du schon gepflegt. Nee, aber da hast du gepflegt. Sieht sehr schlecht aus, der Bart. Cevo Finals. Ja, genau. Ein bisschen dicker muss er sein. Cevo Finals waren das, ja. Bei mir oder bei dir? Bei beiden. Ja, aber... Ich bin vom Styler und so, also nicht so... Ich glaube, wir waren vorher auch noch... Waren wir nicht da, weil es so warm war auch? Das war ein Sommer-Event gewesen. Aber agreed Joe, was ich sage, oder will er was dagegen sagen? Aber fightest du da mit mir? Also so, Lenz, ich habe gesagt, ich will das Sub mit Chicken Teriyaki und nicht mit Tuna haben. Was soll das? Ich so, Entschuldigung, Fatih, es tut mir leid. Jetzt würde... Nils Grune würde jetzt YouTube... Video. Lenz, sei mal ruhig jetzt bitte. Ich glaube, da haben wir Essen bestellt. Das müsste bei dem Event gewesen sein, wo wir die kurze Pause hatten. Aber das ist 95% unserer Gespräche, Essen bestellen. Aber das haben wir mittlerweile ganz gut raus. Da wurden wir Zweiter auf dem Turnier. Haben wir im Finale gegen Stanislav gespielt, gegen EQ oder so. Wie war das Line-Up? Gegen Virtus Pro haben wir verloren. Stimmt, und wir haben das Weil wir uns eine fette Pizza vor dem Finale reingehauen haben. Wir haben nicht mal 3 Runden gefühlt geholt auf Best of 5. Also der Fairness haben muss ich sagen, es gab 2 Leute, die wollten Pizza haben und es gab... Ja, das war halt schlecht vom Turnier, weil wir mussten Best of 3 spielen. Ach so, und danach... Also wir hatten eine Stunde Zeit dazwischen und normal war immer so ein Foodtruck draußen, wo du dir was holen konntest. Die haben echt gutes Essen gehabt, so... Ich glaube, libanesisch und auch so Raps und so Sachen, also aber Koscher, der war da nicht sogar, mehr da. Koscher Chicken, das war so was in Dennis? Nee, das war in Columbus gewesen. Das war aber in Amerika? Nice. Ja. Du warst da nicht dabei? Nee, ich habe da nicht mal rausgespielt. Ja. Fun Fact, zu diesem Zeitpunkt habe ich bei Cevo ein bisschen Observer gespielt. Echt? Ja. Das war ein cooles Event. Also wir haben nach jedem von unseren Siegen haben wir mit den Castern und mit den Hosts zusammen Jägermeister getrunken. Das hat sich bei Cevo so eingespielt. Da war es ja Scoots mit dabei, Sadokis, Henry G, die ganzen Leute. Da haben wir immer zusammengestanden. Die haben den Jäger, also wir haben ihn mitgebracht aus Deutschland. Sie haben ihn eiskalt gestellt. Und dann haben wir aus diesen riesen Bechern immer so einen Shot unten rein dann getrunken. Ich glaube, das war auch das Event, wo Launders so größer geworden ist. Kann sein, Aber ohne Scrawny noch. Ja, da war er. Und ich habe ihm viel Credit gegeben damals schon, weil mir hat gefallen, so wie er das gemacht hat. Das war ein sehr cooles Event. Ja. Diese Hotelzimmer, die wir auch hatten, das war riesig. Das war so für uns als Truppe das erste Mal. Weißt du, welchen Kinofilm wir noch geguckt haben damals? Ja, wir haben Spectre geschaut. Das war ein sehr schlechter Film, aber das wir Kino war. Das war sehr gut. Mit VIP-Sitzen und mit Essens-Order-Service. Und wir hatten einen Milchshake mit einem Sandwich-Eis oben drin. Ja. Boah. Wir haben sehr viel auch stehen lassen. Ja, das konntest du halt. Also, sowas gibt es nur in Amerika. Ja, ey, das war ein Milchshake. Du denkst so, jetzt nach dem Essen vielleicht so ein bisschen was zum Schlürfen. Du konntest nicht. Und da kam einfach ein fettes Sandwich-Eis oben drin. Das war aber nicht so ein normales, was man so kennt. Hier sitzt das war so cool. Riesig, das hat so gar nicht oben reingepasst mehr. Wunderschönes Bild hast du ausgesucht, danke. Das war Brasilien, oder? Keine Ahnung, wo das war. Das sieht nach China aus. Sieht auf jeden Fall nach 40 Grad aus. China? Ja, das ist China, ich erinnere mich direkt dran. Wenn Fatih so aussieht, das muss auf jeden Fall eine sehr schwitzige Angelegenheit sein. Ja, ich bin eine Schwitzeliese, wenn es warm ist. Ja, bei 40 Grad, glaube ich, sieht jeder so aus. Ja, weil wir hatten auf dem Turnier voll die Probleme. A war die PCs übertrieben katastrophenschlecht. Ja, dann kam ein Update noch. Das war ein Millionenturnier, ne? Du hast Millionen Preisgeld bekommen. Echt? Das erste Millionenturnier. Da haben wir das zweite Mal in unserer Karriere die Brasilianer geschlagen. Wie hieß es damals, dass du nur... Teams haben kannst aus einer Nationalität. Das war so eine BCG. Weltmeisterschaft. BCG, das war genau sowas. Ja. Dass nur Teams aus einer Region quasi spielen können. Und da gab es auch dann so Ukraine, Mixteams. Ja, Russland, Spanien. Aber das hat sich nicht etabliert? Das ist keine Zeit für sowas, für einen normalen. Du musst das Qualifier dafür spielen. Also eigentlich war das cool, nur die Veranstalter haben nicht so ein gutes Turnier veranstalten können. Ja. Und wir hatten sehr viel Pech, weil wir immer einen sehr starken... Wir haben sogar gute Teams geschlagen auf dem Turnier. Wir haben Brasilianer geschlagen. Und Russland. Die waren in unserer Gruppe drin. SK hatten wir auf Train gehabt damals. Genau. Die Brasilianer hatten wir... die Russen hatten wir auf Cash gehabt. Wir haben gegen Movistar verloren, ne? Ja, Movistar, also gegen den Spanien-Mix gegen Argo haben wir verloren. Und Argo. Ja, aber gegen irgendein gutes Team haben wir gewonnen. Nee, gegen die Spanier haben wir gewonnen, oder? Gegen Fnatic verloren. Fnatic knapp verloren, Argo verloren. 2-0 machen gewonnen. Und die erste Map haben wir gewonnen. Ja. Und dann verloren. Ich weiß noch, auf dem Turnier, es war so heiß und ich musste einfach während dem Turnier meine Spielpose ändern. Und hast du spielst seitdem so, ne? Er hat früher immer bis zur Arm gespielt.
Und wenn es halt so heiß ist, immer geklebt. Klebt. Er sagt, ich kann mich nicht bewegen. Ja. Wie machst du das? Und ich spiele ja immer nur so bis hier ungefähr. Und man merkt so, wir waren auf einem Deathmatch mit den anderen Top-Spielern und die waren alle überschlecht. Jeder hatte das gleiche Problem. Das ging ja auch erst gar nicht mit dem Client da. Die mussten das zwar irgendwie anders machen. Ja, deswegen hat man voll lange Deathmatch gespielt und wir waren eigentlich immer gut, wenn es wenig FPS gab. Ja, weil wir haben uns halt gut eingespielt da mit weniger FPS und so. Und man merkt so, die anderen Pros hatten übertrieben Probleme. Wir hatten einige Probleme. Hast du damals China-Event gespielt, Roman? Ja, einige, ja. Also wir hatten zwei. Schlecht? Ja. Und das war schon also sehr, war wir haben viele Probleme gehabt. Also ich glaube, das war aber bei allen Europäern so, dass die Events in China... Und weil wie hat euch das Essen geschmeckt? Schlecht. Ja, schlecht. Also was war das beste Essen, was wir gegessen hatten? Das erinnere mich nicht mehr. Die Nudelsuppen. Ja, aber das war das Einzige, was man essen konnte. Das war noch nicht das. Trotz doch, das war WSG. Ja. Ja, und ihr hattet noch Glück. Ich habe euch ja gesagt, ihr wisst ja noch das Essen im Turnier. Ich habe es gesehen. Nein, auf dem Turnier noch. Erinnert ihr euch? In dem Topf, wo du dir was auf dem Teller, wo du die Kelle hochhebst und wir haben alle gesehen, was rausschaut. Aber es ist halt so das Problem, diese China-Events, die waren nicht ready, sich international anzupassen. Und damit haben all die Athleten, die nicht aus China oder Asien kamen, halt Probleme gehabt. Und für die Leute ist es normal, Tierfüße im Essen zu haben oder getrocknet in dem Kiosk. Aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Wir haben eigentlich auch gut gespielt. Wir haben Glück gehabt, dass unser Hotel dann nicht das war, was am Anfang gezeigt wurde. Und wir das noch ändern konnten. Und wir zumindest, also... Ich fand von dem Hotel her, und da ich das dann auch diese schöne Poollandschaft hatte, fand ich das trotzdem noch besser als das andere China-Event, was wir gespielt haben in Shanghai. Weil da konnten wir gar nicht aus dem Hotel raus. Ich weiß noch, das Gespräch, wie vor dem Event ablief, wie du quasi mit uns drüber gesprochen hast. Also ich konnte es ja nicht, ich habe immer gesagt, ach nee, das ist ja nicht so bla bla. Wird nicht so schlimm sein. Ja, genau. So. Ich habe sie versucht zu warnen vor China sozusagen. Ja. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Ach, ich habe auch also schon schockiert. Okay sein. Und dann, als ich angekommen bin, ist wirklich erstmal die Realität so wahr geworden. Und es war noch sehr schön, wo wir waren. Ich habe ja gesagt, da wo wir sind, habt ihr noch Glück gehabt. Ja. Und wir hatten damals halt Katastrophenhotels mit keiner Option so gut zu essen. Zum Beispiel Nudelsuppe war wenigstens, das ging klar. Und direkt, wenn wir am Anfang beim Buffet da waren, das gegrillte Fleisch, danach war es kalt alles. Ja. Die haben das, also die Getränke waren warm und das Essen war irgendwann kalt. Und wir haben... Einfach zu uns, es bringt gar nichts, uns drüber aufzuregen. Wir haben es genommen, wie es ist. Und als wir nach Hause durften, waren wir dann auch happy. Aber es war auch eine Erfahrung, die wir so. Auf jeden Fall. War ein cooles Turnier eigentlich. So, man ist so für Deutschland eingelaufen und so. Das war eigentlich ganz cool. Wir wurden auch begleitet von RAN, glaube ich. Ja, stimmt, genau. Ja, stimmt. Das war 2018 gewesen. Das war kurz nachdem wir Tizi und Laka ins Team geholt hatten. Ja. Waren wir erst in Weißrussland und direkt danach in China dann. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Foto. Sehr, sehr gute und schöne Erinnerung. Das war in Rumänien. Das war der PGL Major Qualifier. Und da fing quasi so der Run an. Nee, das ist meiner. Das ist meiner. Das ist der meiner. Ja, weil du hast einen Pokal in der Hand. Ach, stimmt, da gab es ja Pokal. Major Qualifier gab es ja keinen Pokal, ne? Nee. Haben wir gegen Penta im Finale gewonnen. Ja, nachdem stimmt. Vor einmal gegen uns gewonnen. Boah, was ein Day das war. Wie viele Maps haben wir gewonnen an wir einem haben, Tag? Wir haben drei Best of Threes gespielt, glaube ich. Ja, wir haben drei Best of Three an einem Tag gespielt. Ja. Aber wir waren nach dem ersten, das war gegen Envy, waren wir schon qualifiziert. Und dann haben wir uns noch den Top-Seed mit erspielt. Wurde der Erste dort? Ja. Gegen wen war das zweite Spiel? Da habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Gegen die Dänen. So ja. Dignitas. Ja, ja. Das war, wo ich in der Overtime so 100 Mal nicht. Wo Overpass war das, ne? Mirage und auch Overpass, ja. Ich erinnere mich noch ein paar Szenen sogar. Das war hart. Das war auf jeden Fall noch. Und was das Key Atmosphäre. Ist, ja, auf jeden Fall immer ohne Schuhe spielen. Ja, und kurze Hosen. Ja. Mittlerweile überall verboten. Das war. Also auch in diesem Event, da war auch sehr, sehr heiß zu dem Zeitpunkt. Sehr wenig Platz. Sehr wenig Platz. Nico hat die Wand eingeschlagen. Ja, Nico hat alles kaputt gemacht. Das war gut. Das war weil er Platz Moment. Brauchte. Er war bei irgendeiner Situation sehr frustriert und hat einfach nach rechts oder nach links geschlagen. Ich weiß, wie er gesessen hat. Und zwar ein Loch in dieser Holzwand drin. Aber die haben es mit Humor aufgenommen und haben es nicht böse genommen. Das war, die ganze Crew war auch sehr korrekt gewesen. Also PGL haben wir immer ein gutes Verhältnis gehabt, muss man sagen. Und wir waren zweimal hintereinander innerhalb kürzester Zeit. Erst da, dann beim Offline-Qualifier. Ja, wir sind doch danach dort geblieben direkt, oder? Nach dem Nee, wir sind nochmal nach Hause. Echt? Ja.
Wir mussten die Finals spielen, 2000 und... Ja, das stimmt. Ja, der ist Gegner zu schnell, leider, mit dem ja. Topspeed. 9 müsste das gewesen sein. Der Stopper und der Catchspieler sind die entscheidenden Spieler. Stark. Ich höre, ich habe mich gelesen und... Wir haben... Wir reden irgendwie... Es geht um das Finale gegen Attax. Ich versuche zu erklären, wie die Tür rausrennen und irgendwie meine dummen Mates verstehen das nicht und Tixo hat gar nichts verstanden. Blizzy auch nicht, oder? Anscheinend. Blizzy war so ein... Der musste nicht viel verstehen, weil der hat am Ende geklatscht. Und der war eh nur Stand-in. Der hat eigentlich gar nicht mehr aktiv gespielt in der Zeit. Aber irgendwie war das so, dass wir immer einen rausgeworfen haben vor den Finals und dann war er immer da. Das war dreimal oder so. Der war derjenige, der da geflogen ist. Cash. Ich glaube, mit Cash haben sie gespielt dort. Warst du da bei Attax zu dem Zeitpunkt? Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht 100%. Oder bei TBH schon vielleicht. Nein, eigentlich noch bei Attax. Ja, stimmt, bei TBH war ich ja auch nochmal. Genau, dann reden wir halt so, bla, die rushen die Tür zu, was machen wir? Und ich versuche es denen irgendwie so zu erklären. Und da hatte ich auf jeden Fall eine schlechte Entscheidung, dass ich keinen Bart hatte. Aber. Also der Bart hätte da auch nicht bei der Frisur nicht mehr viel geholfen, gerade. Es tut mir leid. Frisur ist so süß, so. Das ist auch so Schuljunge. Ja, hat so Abitur gemacht und fertig. So, auf jeden Fall würde man dich nicht mehr wiedererkennen, wenn man dich nicht kennen würde. Ja, das stimmt echt. Der Schal war auch ein Markenzeichen gewesen. Ich habe heute Schal gespielt. Bart statt Schal. Siehst du, was, für ein, was ich im rechten Arm habe, Lenz? Ja, das Schweißband von Icybox. Ja. Da musste ich ein paar organisieren. Ja, weil ich habe immer mit Schweißband gespielt, weil ich halt nicht hängen bleiben wollte an der Kante und man sieht auch, dass ich so noch ein Plastikpad damals gespielt habe. Die waren alle so klein, oder? Ja. War das Meter früher? Ja. Hast du nie auf Hardpad? Du hast nie auf Hardpad gespielt. Das waren auch diese Steel Series. Wieso spielt man das jetzt nicht mehr? Die sind einfach schlechter geworden. Nee, und die werden schnell abgenutzt und die Stoffpads sind stärker geworden. Früher waren die nicht so gut. Ja, das stimmt, ja. Die Stoffpads jetzt sind ja, die halten ja voll ewig und ja, früher stimmt, ja. Sind die auch schnell abgenutzt und das aber war früher ein bisschen bitter. Das war schon TFT, das war 2011 tatsächlich schon, weil Sonic neben mir ist. Ja, stimmt. Und wir spielen anscheinend Tuscan. Sehr schlechtes Bild, schlechte Entscheidung. Das war in Kiew müsste das gewesen sein. Arbalet? Nein, nicht Arbalet, das war EM Europe in Kiew oder so. Irgendwie sowas. Aber da kriegst du auf jeden Fall schon ein paar Style-Punkte für die Frisur. Meinst du? So du hast der das Versuch. Geändert. Was meinst du? 11? Bart, 2011 war das? Aus. Der Bart macht auf jeden Fall vieles aus, Alter. 2011, ja. So ein Ziegenbärtchen da. Ja, da sieht man zum Glück nicht, dass ich das hier denn? Gar kein Bart habe, sondern... Kinnbart, oder? Kinn? Unterlippenbart? Ist nicht, wie heißt das? Nee, nicht Kinnbart, ja. Ich weiß nicht, wie heißt Ziegenbart ist das hier unten, ja, das oder? Ist aber das hier, ja. So ein Ansatz. Ich weiß, irgendeine Mischung, ne? Wer hat ich da habe ich mich lange mit beschäftigt und am Ende habe ich mich dazu entschieden, eine Mischung zu machen. Aber wer hat dich inspiriert? Aber hattest du einen vollen Bartwuchs schon? Nee, oder ich habe ja jetzt auch nicht so einen extrem vollen Bartwuchs. Ne? Ja. Ich könnte jetzt nicht so einen Bart wie also du hast einen vollen Bartwuchs. Ja, ein bisschen. Ja. Und du kannst ihn halt auch gut stylen. So. Wenn, bei dir auch. Ist es glaube ich auch nicht so einfach, so einen Bart kriegst du gar nicht hin wahrscheinlich. Nee, ich müsste halt länger wachsen lassen und halt ja, ihn mal pflegen. Du pflegst ja deinen Bart, ich pflege ihn nicht. Also die einzige Pflege für mich ist tatsächlich, wenn wir für hier was aufnehmen oder wenn ich zum Friseur gehe und dann lasse ich mir es auch mal gut gehen, aber ansonsten lasse ich sprießen und wachsen. Ja, ich habe auch keinen Vorbild. Interessante Entscheidung, Alter. So hier unten ein bisschen, kein Schnurrbart. Kein Schnurrbart, das ist mir gar nicht eben so aufgefallen. Aber Roman, an was ist das angelehnt? Irgendeiner muss dich dazu motiviert haben. So, gab's ja, Craig so David, Mann, ich sag's dir, Alter. Ja, Craig David. Party hat es damals gab es die Musik so. Nein, und ehrlich gesagt, echt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer ist das? Young Blizzard, ohne Scheiß, dann, wenn man dich heute sieht, null Ähnlichkeit. Ey, das bist du? Nein, Mann. Doch, das man sieht nicht, ja. Ja, man sieht so grob die Partei. Das erkenne ich nicht, wirklich ich erkenne es auch nicht. Was, echt? Das bist nicht du. Da wiege ich auch noch vielleicht 60 Kilo da oder so. Da wiegst du 40 Kilo. Das ist halt, 40 nicht, aber 50 vielleicht. Aber nee, wo doch, war das gewesen, das schon. War das Caronte? Das war Caronte, ja, das war Gamegear. Ja, das sieht man, oh, du musstest zwei Stühle... Ja, klar. Zwei Stühle, sehr großer Motor. Oh, neben dir erkennt man jetzt schon, ist Chris J. Ja, mit dem. Immer neben mit der Adidas. Rudi immer. Aber ich hätte dich da wirklich nicht erkannt. Echt? Nee. Krass, okay. Ich schon. Auf der linken Seite spielt Fai. Wisst ihr, wie Fai spielt? Boah, du hast wenig Platz dann wahrscheinlich. So, ja, und der liegt so ganz weit vorne. Ich weiß nicht ganz genau. Gegen den habe ich noch gespielt. Da kam so,
die Leute aus Navi, so Edward und so, kamen, die haben den aufgenommen, Videos aufgenommen, weil die konnten nicht glauben, wie er spielt. Ja. Ja, das war das erste Mal, dass ich Nikos Nickname gesehen habe. Legia. Ich habe vorher niemals, ich konnte keinen zuordnen, ich habe ihn nicht gekannt. Bei dir wusste ich es von IAL, glaube ich. Ja. Und Chris J war auch als größter Onliner bekannt. Der läuft einfach in dieses Event rein. Und, also es war mitten im Sommer in Bilbao, es war richtig heiß gewesen. Er hat, wie es warst hier du auch siehst, auf dem Event? Ja, mit ESC. Ja. Er läuft wie der letzte Sith-Lord da rein. Ja, und alle gucken so, anscheinend schwitzt er nicht. Aber hat auch wenig Haarwuchs, deswegen ist okay. Es war interessante Zeit auf jeden Fall. Hat man ein paar Leute mal kennengelernt. Und das war ein sehr schwieriges Event gewesen, weil da viel schief gelaufen ist. Hinter mir, also auch hinter Chris J, steht, glaube ich, Finn. Ja, es kann sein. Das ist so sein Hosenstil. Ja. Bei Fnatic, ne? Mhm. Damals, ja. Das war das, was ich hier gemeint habe. Ja. Jumps up, no sound, jumps up, no noise. Er gibt jetzt erstmal das Gesicht von Jarosch rechts und dann geht Jarosch durch die Smoke hoch. Und wir sind Legenden. Sehr schöner Jubel. Jetzt läuft Daniel, unser Geschäftsführer, erstmal ins Bild und blockt den Kameramann von der PGL und wird weggeschoben. Oder ist da nicht mit drauf? Ah, das ist unsere Doku. Alex. Alex ist ein witziger Boy. Einfach T-Shirts bemalt. Das jemals. Der war wieder draußen gewesen. Ja, ja, der konnte das Spiel nicht gucken. I think one of the most fantastic things I've seen in a long time. And when they all played well in the game, Lenz, das ist auch du. Ja, wahrscheinlich einer der besten Einkäufe, die du hier hattest. Hoodie mit. Ja, kurzarm. Den habe ich bei Joe abgeschaut, lustigerweise. Auch in Amerika geholt. Es war Denzel mit dabei. Die Aufnahmen sind von Phil, der danach auf unsere Seite gewechselt ist irgendwann. Ja, die Doku war auch absolut krass. Zwei Smokes, wir werfen nicht mal eine Flash gegen. Das ist die alles entscheidende Runde. Code gewinnt man nicht, One on Two Quatsch von Y. Ja, war auf jeden Fall schon nice, die zu besiegen, weil es war immer so, das war halt das Team, was das beste Team zu dem Zeitpunkt war. Ja. Und wir haben halt immer so auf die geguckt, was die machen. Und deswegen waren wir so voll gut vorbereitet, würde ich sagen, weil wir halt immer wieder auf die geschaut haben. Das war noch unser Playground, ne? Das war so alles in einem Bereich. Das war eine Tonhalle. Aber die haben es einfach nur mit so Vorhängen halt einfach abgekattet. Aber besser als manche Playgrounds, die wir heutzutage noch kriegen. Also das ging doch, weil du hast normale Stühle gehabt, Tische waren eigentlich genug Platz. Ja, es war eigentlich okay. Also so. Da konnte man sich nicht beschweren, das war schon gut, ja. Für damalige Zeiten echt gut. Fun Fact zu dem Event, wir waren ja das einzige Team, welches den spektakulär Bug raus den Sprung. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir 2-0 standen, haben sich alle Teams, die auf diesem Event sich getroffen, und uns ohne uns und sich quasi so gegen uns geschwört und so, ihr müsst das aufhören, das ist unfair, und fairer halber haben wir es natürlich dann auch gemacht, und deswegen war auch dann dieser Spruch von Fatih so, ohne den Sprung haben wir euch quasi so auseinandergenommen. Ja, ein paar brasilianische Fans haben bestimmt noch den einen oder anderen von Joe gesehen, aber safe. Das ist so, keine Ahnung, die Leute haben damals extrem übertrieben. Ja. Und als wir bei dem Gespräch waren, war ich noch Fatih, hatte Test sogar, als er gesagt hat, die Leute haben, hat er dich, glaube ich, gefragt, wie viele Stunden habt ihr investiert, um sowas zu finden? Da hast du gesagt, bestimmt so 100. Und dann hat Tess so in die Runde gefragt, was habt ihr gemacht in dieser Zeit, wie alle anderen? Ja, Tess war auf jeden Fall. Also keiner konnte uns punishen gemäß Regelwerk. Wir haben dann auch zugestimmt. Nee, wir hatten ja sogar die Erlaubnis von Valve, ihn bis zum Ende des Turniers zu benutzen. Das war so mies, als wir essen waren. Ja. Und wir haben dann die Bilder gesehen von Magis, glaube ich, und von Config. Ja, genau. Und dann habe ich Rugger angeschrieben, der damals hier der Coach von denen war bei North. Ich habe gemeint, was seid ihr denn für Loser? Was soll das denn? Ihr wollt über uns reden, aber nicht mit uns. Und postet es dann auch so, was sind denn deine Spieler für Lutscher? Und so, euch hat keiner Bescheid gesagt. Und dann sind wir beide rübergefahren und haben dann mit den Leuten gesprochen. Und die waren... Es hat kein Mensch die Schnauze aufgemacht.
Alle Leute haben da gestanden, haben auf den Boden geguckt, gewartet, bis Valve sagt, ja, Big ist disqualifiziert oder Big ist raus oder ihr dürft es nicht mehr benutzen. Alles wirklich Rückräder wie Gummibären. Unfassbar. Also Bart auf jeden Fall sehr schlecht. Sehr schlecht. Wolverine. Also hättet ihr uns nicht mal ab und zu zum Friseur schicken können, so? Ja, also ihr hattet die Auswahl zwischen Friseur oder Lenzhol Essen und ich musste immer Essen holen, das lag an euch. Ja, aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, da war es echt nicht relevant für uns so. Aber auch für sonst andere nicht so wirklich. Wir haben einfach gekellert, Mann. Ja. Ich komme frisch von den Beatles auf jeden Fall. Muss auch 9 gewesen sein, oder? 2010? Nein, 9. Auf jeden Fall, egal was ich erzähle, Navid ist auf jeden Fall nicht begeistert. Der glaubt mir nicht so wirklich. Das war ein sehr schlechtes Jahr. Das könnten wir auch austauschen, ne? Dass Kakafu erzählt und du so wie Navid da sitzt. So, was erzählt der wieder? Ich habe wahrscheinlich irgendeine geistkranke Idee wieder gehabt. Wann waren das? Muss 9 oder 10, gemäß Schal und Frisur muss das 9 oder 10 gewesen sein. Nee, 10 war es nicht, glaube ich. Obwohl doch. Was ist das für ein Sponsor? HOH, Home of Hardware. Ja, Maus. Maus.hoh. Was haben wir da geschafft? Waren wir da. London. Top 8. Ja. Top Legends wieder. Ja. Wo wir dann gegen Navi. Kein einziges. Aber da hat er Owen ja auch nicht mitgespielt. Der ist ja zusammengebrochen unter dem Druck. Da kann man nichts dafür. Nee, Mann, da kann, was willst du machen, wenn Simple und Electronic, die kannst du ja heutzutage schon nichts mehr machen. Und damals waren die halt sogar, also waren die noch gefährlicher, würde ich vielleicht sagen, mit also Electronics Peak. Ja. Das war auch ein dreckiger Kampf durch dieses Turnier. Das war, wir haben, das war ein dreckiger Kampf, aber wir zwei haben zwei Runden gekämpft. Mussten wir spielen. Ja. Meiner Runde quasi, das damals hieß das. Nein, haben wir gegen Vegas Connor verloren, ne? Ja, ja. Wir standen einmal 0-2 und dann haben wir gegen drei Teams in Folge, nee, 1-2 standen. Wir haben gegen Renegades im ersten gewonnen, glaube ich. Ja. Dann 2 gegen Vegas Squadron verloren und gegen 1-2 mussten wir dann gegen gegen Gambit haben wir damals, glaube ich. Ja. Aber hießen die nicht noch anders da? Astana Dragons vielleicht mit Dozier und Adrian? Nein, nicht Astana Dragons, das ist schon ein bisschen mehr, länger. Dann war es Gambit, ziemlich sicher. Ich glaube Gambit. Und dann Entscheidungsspiel haben wir gegen Ruggers Team gewonnen. Ja, das war Gambit auf jeden Was Fall. War gegen die Dänen? War gegen das Garde und so. Zeig mal das zweite Bild. Optik. Ja. Optik war das. Willst du mich da erkennen, Roman? Nee, ich wollte nicht sagen. Also da waren. Eher als bei dem anderen Bild. Nee, komm. Doch, eher okay, so die Gesichtszüge Bild. Schon, aber... Da war ich auch sehr dünn, Alter. Nee, aber... Das ist ich glaube, wenn du mir das jetzt einfach zeigen würdest, so aus dem Kontext gerissen, ich glaube nicht. Das war Gfinity in England. Das Keller-Event, wo überall das Wasser aus den Rohren gelaufen ist. Oh Gott. Gfinity-Event, welches Jahr? 2013. Nee, 14 war es, war ich bei VP war. Da habt ihr gegen uns gewonnen auf Cash, wo Nico das Ace hatte mit USP. Aber wir haben das Turnier gewonnen, deswegen hat keinen interessiert, was in der Gruppenphase passiert. Achso, ja. Ich habe mal das Headset an und das Mikrofon, da wurde rangeschickt. Da waren sehr interessante Hardware. Aber ein bisschen Bart ist da. Ein bisschen Bart und so. Schnurrbart. Das war so, diese kleinen, die weißen, die zählen eigentlich nicht. Doch, es hat ein bisschen Style, hat das so. Wer waren deine Mates da gewesen? Das war. Also außer Nico und Chris. Nico, Chris. Nuki und. Kerrigan? Nuki? Klü? Nee, nicht Klü. Alu, glaube ich. Oder war Kerrigan noch da? Nee, Finn war nicht da. Ich habe mit Finn nicht beim Maus gespielt. Also nie mit dem gespielt? Der ist nach Infected, habe ich damals mit ihm gespielt, ist er danach gegangen. Aber ich glaube, das müssten Alu und Nuki gewesen sein. Boah, gutes Team, aber... Fatih, kannst du dich noch erinnern, wer unser Wunsch-Actor war für Jarosch vom Bartstil her und vom Frisurstil? Nee, wer war das nochmal? Ach so, Steven Amell. Ja, genau, Steven Amell. Als legendärer Green Arrow. Ich weiß auch nicht mehr, wer das ist. Bin raus. Roman, du bist hier nicht so eine große Hilfe. Ich bin raus. Ja, da kennt man dich. Ich glaube, bei den anderen... Ja, aber das ist sogar noch länger her, oder? Nee, das ist nachher. Das ist nachher. Das war kurz nach meiner Rauszeit. Das ist das gleiche. Vorhin, also ja. Das ist PGL in... Bukarest. Bukarest, ja. Mit 10 Tarsin. Ja, da habe ich mit 10 Tarsin Mike S. und... Kevin gespielt, ja. Boah, das ist aber auch ein zusammengewürfeltes Raster gewesen. Aber ihr hattet gut gespielt, oder? Ja. Nee, wir waren da nicht so schlecht, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht genau, wie weit Tarsen die gekommen sind. Tarsen ist stark im Laden, ne? Mit Tarsen hat eh richtig Bock gemacht zu spielen, eine geile Atmosphäre so. Ich gebe keinen Fuck Atmosphäre und ich gehe jetzt da und ich mache da jetzt da Gesicht. Also ein paar gute Sprüche auf Lager, ja, gehabt. Auf jeden Fall. Den konnte niemand irgendwie so nervös machen. Hat Wer hat da angesagt? Zu dem Zeitpunkt habe ich da angesagt. Hast du schon angesagt? Ja. Also vorher, ich bin ja ins Team reingejoint, da gab es noch Struxi und Staffros. Ja, genau. Und dann irgendwann haben wir uns von Struxi getrennt und da habe ich dann quasi so angefangen, das ganze Zepter in die Hand zu nehmen, weil die Ambitionen dann ein bisschen höher schon waren. Und ich wollte halt besser spielen und habe dann gemerkt, ich muss dann irgendwann das Zepter in die Hand nehmen. So. Und dann fing es an, dass ich so Captain-Ansager geworden bin. Und ja, das war so eines der besseren Erfolge, die wir gezielt haben. Und dann kurz danach... Ihr habt es, glaube ich, knapp nicht geschafft oder ja, so. Ne? Hast du das da rechts vorne? Was? In der Karriere nochmal gestartet. Nee, aber das Bild zeigt halt auf jeden Fall auch diesen Altersunterschied in Bezug auf die Bärte. Ne? Du hast so rechts nebendran, die beiden sind zusammen so alt wie Tarsin da vorne. Zu dem Zeitpunkt ungefähr. Mhm. Und die Kinder haben einfach noch keine Bärte. Das entwickelt sich erst so ab 23, 24. Meinst du? Das ist so jetzt meine Theorie auf jeden Fall. Ich glaub, wissenschaftliche. Die lässt sich nicht halten, wenn ja, du mal rausgehst. Ich glaube nicht. Hey, was soll denn das? Mann, ey.